Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, und unsere Aufgabe ist es, auf die Brücke zu gehen und das, machen wir auch. Die Energiewerte steigen drastisch an. Wow! Halt drücken. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Nicht viel Zeit. Das wird jetzt ziemlich dramatisch. Drücken Sie G, ja, ich werde mir erst die Gespräche anhören. Die Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Okay, anscheinend soll ich das wohl direkt doch machen. Aha, okay. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Oh, bestimmt. Ich bin kein Techniker, aber das mache ich. Override. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Wir sind im grünen Bereich. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Ja, immer wieder alles gerettet. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Gut, gut. Einsatzzielinformation finden Sie im Motionstracker oben rechts auf Ihrem Bildschirm. Es wird also mit ziemlicher Sicherheit wieder passieren. Ja, das ist ja beruhigend. So, Prolog Imperium zur Bahn begeben. Hier spricht der Captain. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Sensorgitter. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Okay. Eieiei, was ist denn hier passiert? Das war knapp. Alles okay? Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Nein, es ist nur, wir sollen die Schotten schließen und auf weitere Anweisungen warten. Wir erhalten aus sämtlichen Schiffen berichtet über zeitweilige Energieausfälle. Ich finde diese Gespräche immer sehr interessant, die hier so sind. Was? Ereignis Tracking Logs. Automatische Logs. Berichtet sich auf Titan 819. Aufbruchprozedur besteht. Okay, gut. Das ist jetzt nicht so interessant gewesen zu lesen. Ist das ein Fahrstuhl? Oder was ist das? Ein Zug? Hallo? Bahnkonsole, wenn. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Wir könnten mit VFR fliegen. Sie hat hier das gemeint. Ich bin für festen Boden. Oh. Oh. Ja, gute Frage. Also ich glaube, fester Boden ist wirklich nicht so sicher, weil wir wissen nicht, was da unten ist. Wir müssen erstmal lieber hier die Situation. Sie hat hier das Kommando. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat.
Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Oh! Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Sieht aus, als hätte sie ein Pilzgeflecht da drauf. Dürfen jetzt nicht aufgeben, sieht schlimm aus. Ja, hier wäre logisch fast schon besser, ne? Aber dürfen jetzt nicht aufgeben, ist, glaube ich, wirklich besser. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein. Aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Geben Sie eine Chance. Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Zum Hangar. Okay. Sie sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Was ist das denn hier für Musik? Was geht denn hier ab? Hier können wir bestimmt wieder viel lesen und reden und alles. Hoffmann erfällt ein Buch. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf Intelligenz des außerirdischen Lebens stoßen, muss das erste Kontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen oder wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzung oder Todesgefahr begeben. Hier spricht der Kirkland und Bier. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Wir sind zu Hause, die Sensoren gestört. Start in 30 Minuten. Angst ist angebracht. Das würde ich sagen, ist nicht richtig. Das ist zu platt. Sensoren sind gestört. Finde ich das Beste hier. Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Keine Sensordaten. Hier spricht der Captain. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Sensorgitter. Bitte machen Sie so schnell. Ach, das Radio. Fischer! Man! Hey Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass Ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Glauben Sie Gerüchten nicht? Ja, das stimmt. Sie war von der Expedition nicht begeistert, aber mein Dad konnte sie überzeugen. Ich habe gehört, Sie fanden die Idee auch nicht so toll. Ihr Schiff, Ihre Entscheidung. Es erfordert Mut, sich gegen den Alten zu stellen. Aber für mich untersteht das Pathfinder-Team dem Pathfinder.
Außerdem ist Ihr Dad hier der N7. Er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Okay. Wasserkühler? Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Ja, aber... Koma! Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Huh? Ich will unbedingt da raus. Kein Plan ist perfekt. Wir kriegen da schon hin. Das Nickerchen war zu gut. Ich will da unbedingt raus. Das wäre ja auch stinklangweilig. Ich brenne darauf, herauszufinden, was uns da unten erwartet. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn Sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Hoffen wir es. Man kann nie wissen. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Und genügend Abstand. Alles klar, dann kümmere ich mich besser mal um meine Ausrüstung. Oh, das war jetzt vom Dialog, aber nicht so der Knüller. Geht denn hier? Sie haben Ihren Helm vergessen. Beeilen Sie sich, wir müssen los. Ja, was ist das denn für ein Stein? Der Glücksstein. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Steine. Hier ist ja sonst nichts, dann nehme ich mir mal deinen Helm. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Ja, rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Hat wir das schon? Nee, als Mitglied des Pathfinders spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Start Verifizierung goldener Welten, Aufklärung, Kartografie unbekannter Welten, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit fremden Spezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen aus. Was haben wir hier denn? Alec Ryder spielt. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Und was? Sarah Ryder? Durchhalten, Sarah. Da ist alles schon noch drin. Ja, da ist. Ach, hier. Eine Pistole. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Ich werde euch alle schlachten. Hier spricht der Captain. Ich brauche nach wie vor ein Update über unseren. Kann ich die Waffe denn ziehen? Also, zurück. Geht das überhaupt? Kann ich auch spielen? Hau. Okay, los. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Wo ich mit Dr. Carlyle anhören, ne? Wäre auch geil, wenn Robert Carlyle diese Dr. Nicole Washstein. Stimme. Fällt mir. Könnte gefährlich werden. Ja, will ich aber auch. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Das will ich ja auch geraten haben. Wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen
den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archimedes, hier Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt Ihnen. Viel Glück, Pathfinder-Team. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an? Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Unser Vektor sieht gut aus. Und dann. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Das würde meinen Marken sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Jetzt geht's aber ab in eine neue Welt. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor und ein anderer Steuerbord kontrolliert. Wir sind dort. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Wow. Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sam! Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie es, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Gibt es Überlebende? Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja,
Das wird nicht unsere Heimat. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Genau, Terra Incognita. Und damit würde ich sagen... Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.